Willkommen zurück beim Expertentalk zum Thema Datenschutzgrundverordnung. Jetzt geht es um das Thema Newsletter und E-Mail. Wir sind ja vor dem 25. Mai mit allerhand Zustimmungserklärungen zugespammt worden, im wahrsten Sinne des Wortes, auch für Newsletter, die wir nie abonniert haben. Doch wie schaut es aus, wenn sich Leute schon aktiv für einen Newsletter angemeldet haben? Da haben wir eine Frage aus einer oberösterreichischen Gemeinde bekommen. Da möchte jemand wissen, ob es reicht, den Datenschutzhinweis auf der Homepage zu platzieren oder ob man nochmal explizit darauf hinweisen muss im Newsletter. Genau, nein, braucht man nicht mehr explizit darauf hinweisen, wer zugestimmt hat, wer eingewilligt hat vorher. Das gilt natürlich auch für nachher. Also wer bisher legal und rechtskonform Newsletter bekommen hat, der bekommt ja auch in der Zukunft rechtskonform. Wichtig ist nur, auf diesen Button hinzuweisen, dass man wirklich einen Abbestell-Button hat, dass man sagen kann, ich will keine E-Mail-Werbung. Newsletter ist eine Art E-Mail-Werbung. Ich will keine E-Mail-Werbung mehr. Also das reicht, darauf hinzuweisen. Okay. Und aus dem Stadtamt Gmunden haben wir die Frage bekommen, wenn ich meine E-Mail im Outlook an mehrere Empfänger versende und diese explizit im Feld an oder im Feld CC eingebe, sind die Empfängerdaten bei Erhalt der Nachricht für alle sichtbar. Brauche ich für diese Vorgangsweise bereits eine Zustimmung aller Personen bzw. Firmen oder nur dann, wenn auch der Empfängername im Klartext dabei steht? Also E-Mail-Adressen und IP-Adressen sind personenbezogene Daten, das heißt, ich muss die geheim halten. Wenn ich die im Anfeld oder im CC-Feld habe, dann ist das nicht rechtskonform und der pragmatische Weg ist, das in das BCC-Feld zu geben, weil dann sehen die Empfänger nicht an, wenn die E-Mail noch gegangen ist. Das wäre eigentlich der einfachste Weg. Oder ich habe die Zustimmung, dann kann ich es natürlich so verschicken. Ja. Okay, das war eine kurze und klare Antwort. Ich hoffe, Sie sind auch im nächsten Teil wieder dabei. Bis später.